Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch ein Porträt mit Aquarellfarben Schritt für Schritt erarbeiten könnt. Und zwar beginnend von der Schwarz-Weiß-Zeichnung über die ersten Farbskizzen mit Aquarellfarben bis dann zum fertigen Porträt. Ich darf euch zunächst einmal die Eva vorstellen, die sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, dass ich ihr Foto für dieses Lehrvideo nehmen darf. Ganz grundsätzlich ist bei jedem Porträt, ob ihr das jetzt mit Öl, mit Acryl oder mit Aquarell malt, ist die Zeichnung das A und O. Und das Wichtigste ist, dass man sich jetzt am Anfang, und da ist eben ganz gut, wenn ihr euch das erstmal schwarz-weiß ausdruckt, dass ihr euch mal mit den Linien von dem Gesicht erst einmal vertraut macht. Und eine ganz gute Methode, die ich euch da ans Herz legen möchte, das ist die Einstrichmethode. Und zwar geht es da nicht darum, dass ihr jetzt versucht, möglichst ähnlich das Gesicht zu zeichnen, sondern dass ihr ja in eurem Gehirn wie so einen Pfad anlegt, ne, so erst einmal diese Melodie für dieses Gesicht, dass ihr euch die mal in eurem Gehirn anlegt und die wird dann später immer ausführlicher. Und es geht so, dass ihr irgendwo ansetzt und ihr braucht jetzt da nicht einmal aufs Blatt schauen, sondern ihr könnt die Augen immer so auf dem Gesicht lassen. Und dann, ohne ihr jemals abzusetzen, versucht ihr möglichst viel von diesem Gesicht irgendwie schon in Linien zu fassen. Na, wo ist da das Kinn, wo geht es schräg runter? Und ihr dürft nur nie absetzen, sondern müsst immer versuchen, zu den nächsten wichtigen Linien einfach mit einem Strich weiterzuarbeiten. Und bei dieser Einstrichmethode geht es darum, dass man eben sich nicht selber unter Druck setzt, jetzt möglichst schon eine richtige vorzeigbare Zeichnung zu machen, sondern dass man sich selber erlaubt, erst einmal das Gesicht so mit Blicken so abzutasten. Und da können dann durchaus ganz witzige Sachen rauskommen. Die kann man dann hinterher, kann man die vielleicht sogar bunt ausmalen oder kann halt irgendwas Lustiges draus machen. Aber wie gesagt, da geht es wirklich nur darum, sich jetzt mit dem Gesicht erst einmal anzufreunden. Das ist immer, wenn ich das in Kursen mache, diese Methode, das ist immer richtig lustig, weil da haben dann immer alle ganz viel Spaß, weil da natürlich die verrücktesten Sachen rauskommen. Und weil aber da auch alle merken, ach, das ist doch gar nicht so wichtig, ob das schon jetzt ähnlich wird, sondern es geht ja jetzt immer darum, das erste Mal so zu lernen. Ne? So, wunderbar, habe ich einen ganz schönen großen Mund, den kann ich natürlich jetzt ein bisschen korrigieren, kann ihr vielleicht auch noch ein zweites Auge geben. Aber ich habe mich jetzt mal mit diesem Gesicht angefreundet. Als nächstes empfehle ich dann immer, dass man erstmal eine Freihandzeichnung macht, dass man also jetzt noch nicht versucht, eine Ähnlichkeit herzustellen, indem man halt entweder das Foto wirklich Stück für Stück abzeichnet oder indem man halt die Person möglichst genau abzeichnet, sondern das kann jetzt ruhig noch falsch sein, aber es geht da schon viel mehr darum, so ein bisschen die Schattierungen sich zu überlegen, ne, wo ist die helle Seite vom Gesicht, wo ist sie dunkel, wie kann ich das mit den Augen lösen, wie kann ich die Nase zeichnen? Und das ist halt ein Stadium, das würde ich nicht auslassen, weil selbst wenn die Ähnlichkeit jetzt noch nicht so toll ist, ihr habt euch schon wieder mit diesem Gesicht beschäftigt, habt vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie die Haare so schwingen oder wie da die Wange, ne? Das merkt ihr schon, das müsste viel schräger sein, das habe ich zu rund gemacht. Aber dadurch, dass ich das eben öfter mache, dann wird es mit der Zeit wird es halt dann immer genauer und immer mehr die Eva. Ja, und erst, wenn ihr euch wirklich mit dem Gesicht schon gut vertraut gemacht habt und wenn ihr dann wirklich an dem Punkt seid, wo es jetzt dran geht, ein Porträt zu zeichnen, das ihr halt dann auch vorzeigen könnt, dann könnt ihr zum Beispiel auch diesen Trick mit dem Raster benutzen, weil dann die Zeichnung einfach genauer wird.
Da braucht ihr euch auch überhaupt nicht genieren, das haben alle großen Künstler gemacht. Und zwar haben die früher sich so einen Holzrahmen gebastelt und haben da Bindfäden gespannt, immer mit so Quadraten. Und dann stand das vor den Zeichnern und das Motiv ist dahinter gesessen. Und dann konnten die richtig schön das Ganze, man nennt es in Englisch Side-Size, konnten die das schön lebensgroß abzeichnen. Das findet ihr in meinem Buch, da habe ich das genau beschrieben. Wenn ihr ein Foto benutzt, könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr könnt euch eine Glasplatte mit Quadraten unterteilen, in Quadrate unterteilen und könnt es dann aufs Foto drauflegen. Und wenn ihr euch dann auf euer Blatt genau die gleichen Quadrate wieder herzeichnet, dann könnt ihr praktisch Quadrat für Quadrat könnt ihr das Motiv übertragen. Das ist, seht ihr zum Beispiel bei dem Auge, da kann man sich dann ganz leicht orientieren, wenn der Mittelstrich so an der Pupille entlang geht, dann weiß ich genau, wo das Auge hingehört. Also ist überhaupt nicht ehrenrührig, das könnt ihr ohne weiteres machen. Und falls ihr halt vor einem richtigen Modell sitzt, falls euch jemand zur Verfügung steht, dann könnt ihr das Glas, könnt ihr das auch in einen Holzrahmen stellen und könnt es benutzen, so wie es die alten Meister benutzt haben, und das halt vor euer Motiv hinstellen. Das Foto habe ich jetzt genauso gezeichnet. Ich habe mir ein Raster gemacht. Ich habe das ganz leicht bloß, habe ich das angedeutet gehabt und habe das aber wieder wegradiert. Und ich bin jetzt mit der Zeichnung eigentlich ganz zufrieden, weil ich mir denke, okay, so in die Richtung könnte es gehen. Und dann mache ich immer Folgendes. Ich mache mir von meiner Zeichnung, mache ich mir eine Schablone mit Transparentpapier. Und zwar zeige ich euch gleich, warum. Man könnte das jetzt auch so machen, dass man die Zeichnung, dass man die hinten mit Kreide einfärbt und das aufs Papier legt und die Zeichnung dann durchdrückt aufs Aquarellpapier. Aber wenn ihr euch eine Schablone abnehmt von der Zeichnung und die dann auf der Rückseite die Striche nochmal mit einem 4B nachfahrt, dann habt ihr den großen Vorteil, ich zeige euch das jetzt mal an einer Farbskizze, die ich schon gemacht habe. Das ist bloß so eine Farbüberlegung, da ist natürlich die Ähnlichkeit jetzt auch noch nicht so überwältigend. Und wenn ihr da jetzt die Zeichnung, mit der ihr zufrieden wart, wenn ihr die drauflegt, ne, wenn ihr die auch nehmt, um die zu übertragen aufs Papier, dann könnt ihr hinterher, wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dann könnt ihr die Konturen nochmal nachfahren. Jetzt habe ich schon gemerkt, dass der Mund nicht stimmt, dass das Kinn nicht stimmt. Ich habe auch da gemerkt, das ist irgendwie noch nicht so die Eva. Und wenn ich da jetzt nochmal diese Linien nachfahre, wo ich mir denke, dass die falsch sind, dann merke ich schon, aha, da gehört sich das Kinn so ein bisschen nach innen, da ist so ein bisschen eine Ausbuchtung da, oder da ist der Haaransatz, der muss noch weiter rein. Da bei den Lippen, da ist die linke Seite ist kürzer als die rechte. Das kann aber nicht sein, weil die rechte Seite perspektivisch verkürzt ist. Und deswegen muss die linke Seite länger sein, weil die näher da ist. Und solche Sachen könnt ihr dann mit dieser Schablone überprüfen. Die nächste Entscheidung, die ich jetzt für mein Porträt treffen muss, das ist das Thema Farbigkeit. Und ich habe euch jetzt das Foto von der Eva in zwei verschiedenen Variationen ausgedruckt. Einfach, dass ihr sehen könnt, dass wenn man das Ganze mit dem Foto macht, dass man zwar schon die Farbigkeit auch verändern kann, aber dass in sich immer entweder die blasse Farbigkeit oder diese kräftige Farbigkeit ist. Oder ich drehe die Wärme hoch, dann kriege ich halt mehr so Orangetöne. Oder ich drehe eben die Wärme runter, dann kriege ich mehr so diese kühlen, blässlichen Töne. Recht viel mehr Variationsmöglichkeiten habe ich mit der Kamera nicht. Und das ist halt jetzt der Riesenunterschied zwischen fotorealistischer Malerei, wo man halt dann versucht, nur dass man eins von diesen Bildern komplett Schritt für Schritt in der gleichen Farbigkeit abmalt, aber man hat eben da keine persönlichen Interpretationsmöglichkeiten, weil dann müsst ihr einfach die Farben so nehmen, wie es die Kamera euch vorgibt und das halt nachmalen. Und das ist halt das, wo auch die Leute, die sich aufregen, wenn man Fotos nimmt als Vorlage, wo die schon ein bisschen recht haben, weil eben das Individuelle eigentlich erst kommt, wenn ihr die Farben oder wenn ihr euer Modell interpretiert.
Also wenn ihr dann versucht, euer Gefühl, das ihr für das Modell habt, wenn ihr versucht, das mit in das Bild reinzulegen. Ja, das ist die Farbigkeit. Und dann ist natürlich auch noch die Frage des Stils. Will ich sehr glatt malen, will ich sehr gleichmäßig malen oder will ich mehr impressionistisch malen? Das ist so meine Art zu malen, dass das halt immer so ein bisschen fleckig wird. Und dazu möchte ich euch jetzt mal drei verschiedene Papiere nochmal zeigen. Ich habe das alles schon mal ausführlich vorgestellt. Einfach, dass man halt sieht, wie sich die Farben eben auf den unterschiedlichen Papieren verhalten. Und für welches ihr euch dann entscheidet, ist halt dann so eure persönliche Handschrift. Ich habe für mich schon beschlossen, dass ich für die Eva, weil die halt so zart ist, dass ich da auch sehr zarte Farben benutzen werde. Das heißt, ich habe mich schon entschieden, dass ich das Zitronengelb nehme und das Kaminrot. Und dazu das Ultramarinblau und dass ich mich auch auf diese drei Farben beschränken möchte, dass ich vielleicht ein bisschen Pariser Blau noch nehme, das muss ich mal gucken, aber dass ich eben nicht das Umbra dazu nehme, das habe ich ausprobiert und da habe ich gemerkt, für meine Begriffe passt es zu Eva überhaupt nicht. Ja, und wenn ich jetzt das Zitronengelb auf dem Studienaquarellkarton verteile, sieht es so aus. Das ist Künstlerqualität, das ist ein rauer Karton, der ist hadernhaltig und das ist Büttenkarton, der ist auch hadernhaltig und der ist aber von der Oberfläche, auch wenn der rau ist der aber trotzdem glatter als dieser raue Block. Und das ist halt was, habe ich euch ja auch schon öfter gezeigt, das müsst ihr einfach ausprobieren, was euch da am besten liegt. Was der Vorteil ist bei diesen Farben, bei diesen zarten Farben, dass das alles drei Farben sind, auch das Ultramarinblau, die sich recht gut wieder rauswaschen lassen. Und das ist halt gerade beim Porträt, wenn man dann trotzdem öfter korrigieren möchte, ist das halt schon ein großer Vorteil. Während die Cadmiumfarben, auch da kann man es gut raustupfen, während die Cadmiumfarben wie Cadmiumrot und Cadmiumgelb, die lassen sich halt nicht so leicht rauswaschen. Und ja, und deswegen sind eben die für mich jetzt eine gute Wahl. Ich arbeite bei Porträts grundsätzlich mit ganz vielen verschiedenen Lasuren. Das heißt, ich lege die Farben übereinander und mische mir die nicht fertig so, wie ich mir die halt vorstelle. Das heißt, wenn ich jetzt ein Orange haben will, dann lege ich das ganz vorsichtig über das Rot drüber. Und ihr seht schon, jedes Papier reagiert da ein bisschen anders. Und deswegen ist halt einmal die Entscheidung so wichtig, welches Papier das man nimmt. Ich mag so gern diese rauen Kartons. Ich mag auch diesen Studienaquarellkarton ganz gern, weil der einfach durch seine Struktur, weil der schon diese impressionistische Wirkung hat. Es ist auch der Büttenkarton, wo das so ganz sanft verläuft, ist für Leute, die das halt gern mögen, ist das natürlich der Karton der Wahl. Aber wie gesagt, mein Favorit, das sind diese rauen Qualitäten, wo eben auch solche Ränder entstehen oder wo man halt viel mit dem Zufall arbeiten kann. Wenn ihr schon mal Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich meistens nur sehr wenige Farben verwende, weil ich halt glaube, dass dadurch das Bild einfach harmonischer wird, wenn man sich aus wenigen Farben die ganzen Farbmischungen selber herstellen muss. Und weil das auch eine Frage ist, die immer wieder auftaucht, das ist es mit dem sauberen Wasser. Es gibt Leute, die legen da wahnsinnig Wert drauf, dass sie immer sauberes Wasser haben und dadurch halt auch immer sehr leuchtende Farben haben. Ich persönlich komme einfach aus der Ölmalerei und deswegen mag ich gedämpfte Farben. Und da ist ein Wasser, das so leicht verschmutzt ist, das ist insofern praktisch, weil das die Farben immer automatisch ein bisschen abdämpft. Weil ich dann immer so, ja, so ganz leichte Mischungen schon drin habe. Ich wechsle das Wasser schon auch manchmal, aber es stört mich halt auch nicht, wenn das Wasser ein bisschen schmutzig ist.
So in den Farben werde ich jetzt das Aquarell, werde ich jetzt das Porträt von der Eva malen. Das ist zum Beispiel so die Farbe, die ich vermutlich für die Haare nehme. Und ich werde so einen Künstlerkarton, so einen rauen Künstlerkarton nehmen, der eben mir erlaubt, das Ganze so ein bisschen impressionistisch darzustellen. Von den Pinseln her, bloß dass ich das auch kurz zeige, ich arbeite fast immer mit Synthetikpinseln, mit denen habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ich mag diese großen, weichen französischen Pinsel, das ist so nicht mein Ding, weil gerade beim Aquarell, da möchte ich dann auch sehr fein und sehr, sehr detailreich malen. Und das kann ich halt nur mit den Synthetikpinseln. Die habe ich in verschiedenen Größen. Was ich euch immer auch ans Herz lege, das sind solche Schlepperpinsel. Das ist für Haare ist das immer echt toll. Da kann man dann immer so schön, so fein geschwungen die Haare am Schluss noch machen. Ich werde ganz oft in den Kursen gefragt, wie soll ich denn am besten anfangen bei einem Porträt? Und da ist es halt leider so, dass es da kein Falsch und kein Richtig gibt. Ob ihr jetzt mit den Augen anfangt oder mit dem Mund anfangt oder ob ihr mit den großen Flächen anfangt, das ist letztendlich eine persönliche Präferenz und das müsst ihr irgendwann, müsst ihr das selber rausfinden, was für euch am besten passt. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr beim Aquarell von hell nach dunkel malt, dass ihr also zuerst die ganz hellen Stellen anlegt, dann die mittleren, dann die dunkleren und dass ihr euch dann von Lasur zu Lasur, dass ihr dann immer dunkler werdet. Ihr könnt es aber letztendlich auch umgekehrt machen, indem ihr erst die dunklen Seiten, also die Schattierungen anlegt. Das ist wirklich einfach persönliche Sache. Gut, bei dem Porträt von der Eva ist es jetzt wichtig, dass ich hier und an der Seite und an der Nase und am Kinn, oder, wo das Licht so direkt auftrifft, dass ich da jetzt bei der ersten Lasur das möglichst weiß lasse. Und wenn ich dann die Augen mache, die ich dann gleich als nächstes mache, dass ich da das Licht ausspare. Und vor allem bei Frauen und kleinen Kindern ist die Gefahr, dass man eben zu schnell zu dunkel wird, besonders groß, weil die Haut bei Frauen und Kindern sehr viel weicher ist als bei Männern. Und da ist eben jede Dunkelheit, die man zu viel macht, ist da oft, ja, das lässt halt dann das Gesicht irgendwie kantig ausschauen. Und da muss man halt extrem aufpassen und halt nach Möglichkeit dann immer ein Küchentuch bereithalten und vorsichtig diese Ränder wegnehmen. Und wenn man eben am Anfang die Lasuren ganz dünn macht, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man eben die Person, ja, dass das halt so kantig wird. Und was auch für Anfänger immer eine sichere Methode ist, das ist, dass man sich halt an die Faustregel hält, dass in der Lichtseite die Farben wärmer werden und in der Schattenseite kälter. Und das heißt, ich mische halt jetzt für meine Schattenseite, mische ich in meinen Hautton aus dem Zitronengelb und Kamin, mische ich ein bisschen Ultramarin, damit der insgesamt ein bisschen kühler wird. Da ist bei Frauen und Kindern immer auch wieder die Gefahr, dass wenn man das jetzt zu bläulich macht oder zu grünlich, dass das Gesicht hart ausschauen lässt. Und da muss man halt einfach ein bisschen drauf achten und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und da halt mit den Grüntönen echt sparsam sein, die nur so ein bisschen ganz leicht einsetzen. Und ich mag es halt eigentlich bei allen Bildern immer so, ganz egal welches Motiv ich male, dass ich zunächst einmal die Hauptblöcke erstmal anlege, damit ich ungefähr weiß, wie das ganze Bild von der Farbigkeit her ist, bevor ich mich dann an die Details mache. Weil ich kann ein Bild immer erst dann beurteilen, ob das vom Malerischen her passt, wenn eben die ganzen Farben auf dem Papier sind. Und das ist halt der ganz große Unterschied zwischen Fotografie und Malerei,
dass es bei der Malerei halt darum geht, dass man ein individuelles Gemälde macht. Ne? Also da geht es jetzt nicht darum, jetzt wirklich eins zu eins das abzumalen, was ihr vor euch seht, sondern dass das halt ein, ja, dass das halt ein Gemälde werden soll, wo es vor allem um die Farbigkeit oder um die Pinselstriche geht und wo das Motiv zwar schon wichtig ist, aber eben nicht unbedingt das, ja, der Hauptaugenmerk drauf liegen soll, dass das jetzt ganz genau, ganz fotografisch richtig wird. Ich mische mir jetzt für das Haar ein bisschen dunklere Farbe. Und immer wieder, es macht nichts, wenn die Farben so ein bisschen verschmutzen, weil das letztendlich das Bild harmonischer macht, wenn eben diese Farbpigmente, wenn die überall im Bild immer wieder auftauchen. Und halt auch bei den Haaren aufpassen, dass er immer in der Wuchsrichtung von den Haaren, dass die Striche halt gehen und dass er genau beobachtet, wie schwingen die Haare. Und dass er jetzt nicht versucht, Haare einzeln zu malen, weil das halt in der Malerei einfach nicht gut ausschaut, sondern dass das immer so, ja, wie so ein Eindruck ist, den man eben im Vorübergehen hat, so ganz flüchtig und ganz schnell. Und wenn ihr das so ein bisschen impressionistisch macht, so wie ich, dann kann man das auch eben verfließen lassen, indem man dann mit ganz viel Wasser arbeitet. Dann wird das Ganze so ein bisschen fleckig. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch alles ganz weich ineinander wischen. Das ist Geschmackssache. Beim Aquarell kann das Weiß überall stehen bleiben, weil das halt das Ganze lebendig macht. So, jetzt habe ich so ungefähr mal die Hauptblöcke angelegt und jetzt mache ich als nächstes die Augen und arbeite mich jetzt dann Schritt für Schritt durch die einzelnen Gesichtszüge vor und versuche halt zunächst immer erst ganz hell zu bleiben, dann ein bisschen dunkler drüber zu legen und noch dunkler und erst ganz am Schluss, wenn also die allermeisten Gesichtsteile fertig sind, dann versuche ich noch die Ähnlichkeit herzustellen. Und bei den Augen müsst ihr auch aufpassen, dass da, wo das Licht auftrifft, auf der Gegenseite, dass es da in der Iris ein kleines bisschen heller ist. Das Schwarz mische ich mir aus den drei Grundfarben. Das ist dann zwar nicht richtig schwarz, sondern eher so ein, ja, so ein bräunliches Violett. Aber es hat halt den Vorteil, dass es von der Farbigkeit her zum Rest vom Bild passt. Und das merkt man auch hinterher gar nicht mehr, dass das eben kein Schwarz ist, weil es dadurch, dass es zu den anderen Farben passt, ne, dann gleicht das Auge das aus und sagt, das ist schwarz, auch wenn es nicht wirklich schwarz ist. Weil das Problem bei einem richtigen Schwarz ist immer, dass das hart ausschaut. Ja, und bis das jetzt trocknet, mache ich jeweil den Hintergrund. Den werde ich in so einem ganz zarten Grün anlegen, wie vorhin schon auf der Skizze, weil das hat mir recht gut gefallen, weil das einfach auch so ein bisschen die Komplementärfarbe dann ist, zu diesem Rot-Orange. Und auch da achte ich wieder drauf, dass ich dann immer wieder alle Farben, die ich im Bild verwende, dass ich die auch im Hintergrund immer so ganz leicht drin habe. Das kann man entweder auch, wenn man verschmutztes Wasser hat, passiert das automatisch, aber wenn man das eben nicht hat, dann halt auch darauf achten, dass man das immer so ein bisschen mit reinmischt. Bei den Augen ist es so, da müsst ihr immer darauf achten, dass oben die Augen insgesamt ein bisschen dunkler sind. Also sowohl die Iris, ne, die ist oben, durch die Lider ist die so ein bisschen abgeschattet und unten ist sie heller und das gleiche gilt fürs Augenweiß. Beides muss oben ein bisschen dunkler sein als unten. Und halt gerade bei den Augen aufpassen, dass er nicht versehentlich das weiße Licht übermalt. Dann mache ich als nächstes den Mund
Und der muss ganz, ganz, ganz blassrosa sein. Also wirklich so ganz zart die Lippen. Und da ist halt auch so ganz grundsätzlich, die Oberlippe ist insgesamt immer ein bisschen dunkler als die Unterlippe. Wobei jetzt da die Lippe von der rechten Seite auch da so ein bisschen beleuchtet ist. Und da ist halt auch geschickt, wenn er ganz einfach zuerst einmal das Ganze ganz hell macht und dann Schritt für Schritt ein bisschen dunkler macht. Wobei bei den Farben, die ich jetzt genommen habe, das Rauswischen sowieso kein Problem ist, weil die sich ganz leicht lösen lassen. Und auch in der Lippenfarbe sind grundsätzlich immer die drei Grundfarben mit drin. Also das ist jetzt nie einfach bloß das Rot, ne, sondern das ist eine rötliche Fleischfarbe letztendlich. Und Fleischfarben bestehen eigentlich immer aus den drei Grundfarben. Auch bei der Lippe gleich wieder das Licht ein bisschen aussparen. Das ist immer, glaube ich, so die schwierigste für Anfänger dran zu denken, dass man das eben weiß lässt. Na, dunkler kann man es später immer machen, aber heller kriegt man es halt dann nicht mehr, weil immer ein bisschen eine Farbe auf jeden Fall drin bleibt. Dann machen wir als nächstes die Augenbrauen. Das ist auch immer so eine Sache, da muss man auch aufpassen, dass man die ganz, ganz fein macht. Gerade bei Frauen. Und Augenbrauen lassen ein Gesicht sehr schnell nicht ähnlich werden. Also das ist echt fatal, wie viel man da falsch machen kann. Da eben am Anfang auch lieber ein bisschen zurückhaltend bleiben, weil man das später immer noch ausführlicher machen kann. Wirklich mal nur andeuten. Weil ich mag es halt immer so, dass ich dann immer wieder den Gesamteindruck überprüfe. Dass ich versuche halt möglichst überall ein bisschen was zu arbeiten. Dass ich mich halt insgesamt immer mehr auf die Details dann vorarbeite. Und für die Schatten in der Lichtseite mische ich mir jetzt so ein bisschen, ja, da ist schon ein bisschen Blau mit drin, aber es soll trotzdem ein bisschen ein wärmerer Schatten sein als dann in der Schattenseite vom Gesicht. Und selbst wenn der Stil impressionistisch ist, immer aufpassen bei Frauen und Kindern, dass halt keine Kanten entstehen, ne? Dass trotzdem insgesamt eben das relativ weich ausschaut. Und auch da eben gleich mit viel Wasser dann aufpassen, dass nicht so harte Brüche entstehen. Das Kleid unten, das deute ich bloß mit so, ja, mit so ein bisschen Violettfarbe, das deute ich bloß so an, indem ich eben einfach so diese weißen Flecken oder dieses weiße Muster, indem ich das so ganz verschwommen nur anlege. Und das lasse ich dann halt genauso wie den Hintergrund einfach so im Nichts verschwimmen. So, und als letztes arbeite ich jetzt dann noch die Nase raus. Das ist eigentlich so das Schwierigste, weil die Eva so eine wahnsinnig kleine Nase hat, so eine ganz zarte Nase hat. Ja, da muss man halt echt aufpassen, dass man das jetzt nicht zu detailreich malt, sondern dass man sich da sehr zurückhält, damit eben da nicht plötzlich durch Riesenschatten so eine Nase entsteht, die Eva gar nicht hat. Nasen sind eigentlich beim Porträt nicht wirklich wichtig, weil das Auge seltsamerweise, wenn man Menschen ohne Nase malt, ne, das fällt den Leuten gar nicht so sehr auf, weil man das eben von vorn sowieso nicht so wahrnimmt.
Und da zahlt sich das halt jetzt aus, wenn man sich vorher bei der Zeichnung wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, weil man das dann eben schon so oft geübt hat mit halt dunkel, dass einem das dann mit der Farbe auch nicht mehr so schwer fällt. So, in dem Stadium lasse ich das Bild jetzt immer liegen und schlafe die Nacht drüber, weil das halt bei einem Porträt ganz oft so ist, dass man dann ganz einfach betriebsblind ist und dass man dann das Ganze auch mal aufrichten muss und sich das von vorne anschauen muss, weil das immer, wenn man so von schräg drauf malt, ist das echt schwierig, das halt zu begutachten, ob das richtig oder falsch ist. Und dann stelle ich das morgen mit einem frischen Blick fertig. Bei diesem letzten Stadium vom Bild ist es für mich echt schwierig, das mit laufender Kamera zu machen, weil es bei mir da ganz viel darum geht, dass ich so einen inneren Dialog mit meinem Modell halt. Und dass ich halt, ja, dass ich da einfach allein sein möchte im Endeffekt mit dem Modell, mich mit dem unterhalten möchte, ohne dass andere Leute zuhören. Und deswegen kann man da auch ganz schwer anderen zeigen, oder sagen, wie das geht, weil, wie gesagt, das halt auch dann ja so ein ganz intimer Vorgang ist. Was ich jetzt noch machen werde, was ich ja schon ein bisschen angefangen habe, ich werde die ganzen Schattierungen nochmal überprüfen. Und was ich da gern mache, das ist auch, dass ich mir die Zeichnung dann zum Vergleich nehme. Weil die Zeichnung halt, wie gesagt, das Stadium ist, wo ich mich am allermeisten eben mit Licht und Schatten auseinandergesetzt habe. Und das werde ich halt jetzt da auch nochmal überprüfen, auch bei den Haaren, ne, dass man die jetzt, wenn ich da jetzt die einzelnen Haare nochmal mache, dann halte ich mich ganz arg an die Zeichnung oder auch bei den Augenbrauen. Da ist die Zeichnung, wenn die gelungen ist, für mich halt wahnsinnig nützlich. Was einfach gerade beim Aquarell wichtig ist, das ist, dass ihr ein gutes Papier habt, das halt das auch aushält, wenn er immer wieder rauswascht oder wenn er immer wieder drüber legt. Weil da, wenn ihr ein billiges Papier habt, dann kann es euch schon passieren, dass die Stellen, dass die dann halt irgendwie dann, dass das Papier verletzt wird und dass ihr dann irgendwie so Stellen habt, wo man halt sieht, dass ihr da viel gearbeitet habt dran. Der Schlepperpinsel so am Schluss für die Haare ist ein sehr nützliches Instrument, weil man halt da auch so ganz kleine Feinheiten machen kann. Das wird man auf die Distanz nicht sehen, aber wenn man dann näher ans Bild hingeht, dann tut es auch gut, wenn man halt auch in der Nähe dann auf dem Bild noch irgendwie so kleine Details entdecken kann. Und insofern ist es schon in Ordnung, wenn man dann am Schluss eben auch die einzelnen Haare, wenn man die an ein paar Stellen zumindest ein bisschen ausführlicher darstellt. Ich werde das Bild jetzt noch fertigstellen, soweit, dass ich zufrieden bin. Ich hoffe, ihr habt genügend sehen können vom Malprozess her, wie ich das mache. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei euren eigenen Porträtversuchen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!